Monatelang hatten sie Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass am 27. November für uns Vorbesteller das UCL Hero Pack kommt. Und was ist wieder passiert? Die einen haben gleich drei Hero Packs bekommen, andere wiederum Goldkarten nur rausgezogen. Gut, vom Packlack hin oder her, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Aber EA hat sich wieder von der besten Seite präsentiert. Schaut euch mal diesen Herrn hier an. Ich gönne sie im Einzelnen. Also wenn ihr von so einem EA-Feld profitiert, Freunde, bin ich der Erste, der euch das gönnt. Und hoffentlich habt ihr auch richtig viel Packlack. Ich würde schon sagen, Lizarazu gehört zur Kategorie Packlack. Berbatov, Lizarazu, Beastly. Einfach mal drei Hero-Picks bekommen. Ich habe auch jetzt sehr viele EA-Accounts abgesucht, noch keine öffentliche Kommunikation bezüglich des Fehlers. Ich gehe davon aus, da wird eine Erstattung bekommen, also eher jetzt nicht, denke ich jetzt mal. Aber diejenigen von euch, die die Goldkarten gezogen haben aus dem Hero-Pack, die werden definitiv dann ihr normales Hero-Pack hoffentlich zeitnah bekommen. Ein paar von euch warten ja auch noch auf die Erfahrungspunkte und das Jumbo seltene Goldspieler-Pack, was ja letzte Woche vom EA-Fail war, da ist jetzt auch noch nichts. Ansonsten finde ich die Hero-Karten vom Design ja mega gut. Ich habe Steve McManaman gezogen, habe den tatsächlich jetzt auch ein bisschen getestet. Muss sagen, Freunde, wirklich gute Karte, aber natürlich schwierig einzubauen für mich, weil mein Team doch schon stärker ist. Wir reden jetzt auch gleich über den neuen Evolution-Modus, der da gestern gekommen ist. Da habe ich ein richtig kleines Hidden Gem gefunden. Ja, EA hat ja auch wieder den Content für diese Woche jetzt noch hochgeladen, wie sie es aktuell so machen. Ey, Freunde, würde mich übrigens freuen, wenn wir 100 Likes schaffen bei dem Video. Ja, dass ich weiß, 100 von euch sind da draußen, die regelmäßig meine Videos anschauen. Motiviert mich sehr, weiterhin die Videos zu bringen. Icon SBC, ja, wird noch kommen. Ich bin gespannt, oder wenn es jetzt damit auch Michael Ballack gemeint ist, dann wird keine mehr kommen. Ja, also ich würde nichts danach fragen, wenn sie noch eine coole Icon SBC hinterherjagen. Und Evolution ist schon da. Thunderstruck SBC, die wird kommen. Bin ich gespannt, wer es ist. Habe jetzt aktuell auch noch keine Informationen dazu. Und wir kriegen, oder wir haben einen Showdown bekommen gestern mit Malkem. Sehr, sehr coole Karte. Ich spiele ja seine Evolution. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr da auf der Suche seid nach ja, einen guten Flügelspieler, könnt ihr auch zwei Upgrades bekommen, sind der Tabellenführer, gerne mal die Malkem SBC machen, für 100 oder für 60.000, glaube ich, kann man echt nichts falsch machen. Dann kam ja gestern die Evolution Abwehrstärke. Da gibt es zwei Dinge, die man beachten sollten. Zum einen, wenn ihr sagt, nee, da ist jetzt keiner dabei, der in mein Dream Team reinpasst, mein Wunsch Evolution Team oder der mir jetzt mein Team dann auch verstärkt, dann, Freunde, bitte geht's mit der oberen Linie, mit Fernando oder mit Inigo Martinez. Ja, warum? Diese Karten haben 82er Goldkarten und ihr könnt die auf 88 hochleveln. Aktuell SBC-Futter, ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Verein komplett leer. Ja, ich grinde ohne Ende, damit ich den Verein wieder füllen kann, eben dann für den Live-Content, den wir immer gemeinsam machen. Wir machen ja alle Packs und Picks auf. Ich habe auch gestern die drei Hero-Picks geöffnet, zeige ich euch gleich noch. Ja, was ich da so gezogen habe. Icon Packs habe ich natürlich auch aufgemacht. Ja, und da will ich so weitermachen und daher brauche ich einen gefüllten Verein. Und somit grinden, grinden, liegen SBC. Gerne das Video vom Freitag nochmal auschecken. Donnerstag mit Tutorial könnt ihr euch immer schön den Verein befüllen. Und Coins braucht ihr halt dafür. Liegen SBC ist nicht da, um Coins zu machen, sondern Futter zu generieren. Ich habe gleich noch eine Liste für euch mit hinten dran gehängt. Okay, also hier auf jeden Fall diese Karten. Wenn ihr sagt, ihr findet keinen, der euch anspricht, dann nehmt Inigo Martinez oder Fernando und farmt euch einen 88er Spieler hoch. Ja, Futter halt dann. Wenn ihr sagt, oh, ihr habt da Bock auf ein paar richtig gute Karten, ich finde den Pfeiffer somit sehr, sehr cool für Bundesliga-Teams. Luis Felipe, Al-Hilal, wenn da jemand den Malcolm einbauen möchte. White für die Premier League mit die beste Option, finde ich genauso wie Niakite. Niakite hat halt den brutalen Vorteil. Es gibt ja die sehr, sehr günstige Mangala SBC, bitte unbedingt abschließen, denn die ist auch vom Futterpreis her sehr, sehr gut und da habt ihr einfach einen Perfect Link dann zu Mangala. Ne? Also, wenn ihr da lieber mal ein bisschen out of the box gehen wollt, nicht so in die Metaschiene rein, dann könnt ihr euch da sehr, sehr gerne auch solche Karten damit einpacken. Finde ich eine coole Option und einfach mal ein bisschen so durchstöbern. Ich mache das immer bei Fujiji, stellen wir dann hier quasi ein, wie groß er sein muss, 1,85, defensive Arbeitsraten will ich haben. Das sind so meine zwei Key Facts, was ich als Innenverteidiger fordere. Und ich habe allerdings meine Entscheidung ganz anders getroffen. Ich habe mir da einen Deutschen, einen jungen, heraufstrebenden Deutschen geholt. Sorry. Und zwar ist es Bissak. Ja, ich finde die Karte unglaublich cool. Ich habe es auch schon fertig evolutioniert. Wenn du ihr einen Anker gibst, hast du bei den Keystats, ja, hast du dann 84
Hast du 85 Antritt und 84 Springgeschwindigkeit mit dem Anker, können wir jetzt hier mal kurz simulieren. Und beim Dribbling auch, ja, so eine Innenverteidigerkarte mit 71 Agility und 82 Balance. Ruhewert bei 84 ist super und die defensiven Stats, Stärke bei 99 mit dem Anker und Sprungkraft auch 99. Kopfballpräzision für alle, die euch die Ecken spammen, bei 86. Damit kann man schon was machen. Also ich finde die Karte super, Serie A-Team auch, ne? Wir haben auch noch diesen Damian von Inter Mailand, den gab es ja free to play. Sehr, sehr coole Karte. Kann ich euch nur ans Herz legen, da gerne mal raus. Kostet auch nur 1200 Coins, glaube ich, gerade auf dem Markt. Hey, muss ich sagen, meine Empfehlung bei 1,96 fühlt sich so an, als hätte ich einen deutschen Van Dijk in der Abwehr. Ja, ich komme da, glaube ich, vom FC Köln aus der Jugend. Und mal gucken, ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch inspirieren, dass ihr euch mal so eine Karte mitnehmt. Oder schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, was ihr gerade so für Teams evolutioniert. Würde mich interessieren. Ich habe in der Weekend League gegen einen gespielt, der hat mit FC oder SC Halle, ja, komplett. Ich konnte ihn leider nicht gewinnen lassen, weil ich den Sieg brauchte für den 11. Win. Aber ansonsten, wenn ich ihn früher in der Weekend League getroffen hätte, hätte er den Sieg bekommen. Thunderstruck, das Team von den Werten her. Naja, Cruyff 6 Millionen, Henry 3 Millionen, Henry lasse ich mir noch eingehen, aber Cruyff 6 Millionen und Ronaldinho bei 10 Millionen. Ist halt schon auch irgendwie ein bisschen schwierig, solche Karten dann jetzt zu dem Zeitpunkt des Spiels dann zu bekommen. Aber für diejenigen von euch, die halt natürlich 24-7 das Trading durchgrinden, die werden da sicherlich schon sehr nah dran sein. Bernardo Silva habe ich mir jetzt mal auf die UV-Liste mit draufgepackt. Gestern war er bei 73. Catoto sowieso. Am Sonntag schon mitgenommen, war bei 63, Entschuldigung, Klostermann könnte jetzt noch mitnehmen mit einem Shadow. Joey Linton kann man auch mit draufpacken. Die Upgrades sind sehr, sehr wahrscheinlich bei der Karte. Zumindest ein Upgrade, weil ein Sieg hat er schon. Denke mal, da ist was möglich. Bremer habe ich heute gezogen. Der hat, glaube ich, muss ich mal kurz abchecken. Bremer steht, ja, könnte man mitnehmen. Also mit dem Shadow auf die Liste gehen ja Freitag out of Packs. Vielleicht wartet es noch, schaut euch den Preis noch an bis morgen Abend. Und dann können wir den Bremer da definitiv auch mal mitnehmen. Ansonsten habe ich mir auch vom Team of the Week 10 den Araujo mitgenommen bis 55k, den Alaba mitgenommen für 35k, den Barilla für 40k mitgenommen, Luis Diaz habe ich mitgenommen für 35, ging gestern auch für 53 raus. Also sehr, sehr gut. Und untere Reihe habe ich eigentlich nichts mitgenommen. Bei Coman könnte man noch eine Ausnahme machen. Glaube ich, wäre eine gute Karte vom FC Pro Live Event gestern. Ich hoffe, ihr habt den Stream fleißig geschaut. Es ist unglaublich, was da mit den Karten passiert ist. Sadio Mané einfach mal zwischenzeitlich auf 800k hoch. Malen hat ja die Upgrades gesichert. Ist jetzt bei 28k. Ihr könnt da immer noch so ein Simankan oder was oder Malen oder ein Fabinho. Also ein Fabinho könnt ihr auf jeden Fall wieder mitnehmen. Gibt es immer einen Shadow, packt ihn auf die Liste. Ich habe den für 32 verkauft. Sehr, sehr gut. Triple Threat gibt es auch immer ein paar coole Karten, die man sich einpacken kann. Vor allem hier die untere Reihe, ausgenommen Kimpembe und Cascarino. Einfach mit einem Hunter oder einem Shadow snipen und auf die Liste habt ihr kein Risiko bei Abschlusspreis. Ja, so viel zu den Karten. Neues Event ab Freitag. Design, ich weiß nicht, was sagt ihr zum Design? Ich lobe ja EA immer sehr, sehr gerne fürs Design, aber bei dem bin ich mir überhaupt nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Also es gefällt mir eigentlich gar nicht. Mal schauen, wie es dann ausschaut im Endeffekt, wenn die Karten dann mit drauf sind. Aber so muss ich ehrlich sein, holt mich nicht ab. Ja, weiß nicht, was du dazu sagst, würde mich interessieren. Und hier nochmal eine schöne Liste. Ich weiß nicht, ob es morgen ein Listen-Update gibt, weil ich schon gemerkt habe, dass ihr mit UV aktuell, dass ihr das alles gecheckt habt. Und wir halt dann auch anderen Content besprechen können. Ich habe da auch mega Bock drauf, jetzt das Ganze hier so ein bisschen so informativer aufzubereiten. Ich hoffe, das gefällt euch. Die Karten, wie gehabt, zum Chemistry, mit Chemistry Style zum Marktwert snipen. Dann, wie es da steht, anbieten. Ich packe euch den Link auch in die Videobeschreibung dazu rein, wie immer. Und würde mich freuen, wenn ihr dem Video noch ein Däumlein nach oben gebt. Ihr könnt es auch gerne noch das Video hier anschauen, wenn ihr ein paar Coins braucht. Hier. Und ich bin dann so um 16:45 spätestens live. Würde mich freuen, euch zu sehen. Peace out und einen schönen Nachmittag.